Sommerhemden an. Schön gemacht von Lothar Matthäus. Nochmal. Auch Andi Brehme erhielt in dem Spiel gute Kritik. Litbarski. Klinsmann. Stefan Reuter. Rudi Völler. Ja, weiter, sagt der Schiedsrichter. Und jetzt hat er die Chance, Völler. Ein Wurf für Bremen. Völler. Litti. Wunderbar. Und das ist Andi Möllers erstes Länderspieltor. Nach dieser Bilderbuchflanke von Pierre Litbarski. So geschehen in der 12. Spielminute im Dortmunder Westfalenstadion. Da sehen Sie es nochmal. Nichts zu machen für Kari Laukkanen. Schön gespielt, Litbarski. Nochmal der Kölner. Und Kari Ukkonen ist der Spezialist für Freistöße. Hat einen starken linken Fuß. Tor! Aber abseits, abseits, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass der Linienrichter recht hat, denn Mika Lipponen war zu früh gestartet. Hier sehen Sie es nochmal. In der Zeitlupe nicht erkennbar. Auch schon seit 20 Minuten. Das war schön gemacht von Matthäus. Auf Völler. Sofort ist die Kulisse wieder da. Jetzt kann der Rudi sein Tor machen. Von Pierre Litbarski. Und in diesen ersten 10, 12, 15 Minuten, da war Feuer im deutschen Spiel. Brehme. Und Tor. Pierre Litbarski. Als die Finnen noch reklamierten, zog der Kölner voll ab. In der 47. Minute das 2:0. Hier sehen Sie die Wiederholung, die Flanke von Brehme. Da setzt sich Völler ein und dann kommt Litbarski und da war dem Braven. Brehme. Wunderbar! Jürgen Klinsmann. Und schauen Sie mal, wie der sich freut. Das war eine klassische Mailänder-Produktion. Ja, Franz, jetzt könntest du auch mal freundliches Gesicht aufsetzen. Hier sehen Sie es nochmal, Brehme und dann dieser herrliche Hechtflug-Kopfball von Jürgen Klinsmann. Am Sonntag gegen Rom, eine Stunde gespielt im Dortmunder Westfalenstadion und vor offiziell 40.000 Zuschauern steht es 3:0 für Deutschland. Und vielleicht jetzt die nächste Chance durch Völler. Toll, wie der da auf engstem Raum dann doch noch. Super Tor von Thomas Hessler nach einem Eckball von Litbarski. Bein! Der kann ja schießen. Schön gemacht von Möller. Und der Rudi Völler macht das Tor. Super gemacht. 4:0. Und ich glaube, gerade dem Rudi Völler ist das zu gönnen, denn er hat hier über eine Stunde keinen Ball verloren. Ich weiß nicht, was die beiden da besprochen haben, aber das ist Rudi Völler. Klasse geschossen. Oh. Noch 15 Minuten zu spielen. 4:0 für Deutschland. Und vielleicht jetzt der kleine Müri mit der Riesenchance. Dann Lius. Und dann macht Lipponen den Ehrentreffer. Freistoß Litbarski. Ah, herrlich dieser Kopfball von Klinsmann.
und Uwe Bein. Schön steil gespielt auf Möller. Zu 1. Hier sehen Sie es nochmal. Schöner Pass in den Lauf des Dortmunders, der im zweiten Durchgang, als die Italiener so richtig auftreten, fast ein bisschen. Freistoß Lipaski. Und da hätte beinahe auch der Guido Buchwald noch ein Tor gemacht. Klinsmann. Ja, da hätte ich aber auch mal einen Elfmeter gepfiffen. Matthäus. Aber das ist einer. Europäus fault Matthäus. Strafstoß im Westfalenstadion zu Dortmund. Das lässt sich der Kapitän in seinem 70. Länderspiel nicht nehmen. Das macht er selbst, der gefaulte Spieler. 6:1. Kari Laukkanen war zwar dran. Vor offiziell 40.000 Zuschauern im Dortmunder Westfalenstadion. Eine im Großen und Ganzen faire Partie. Völler nochmal. Und Klinsmann. Wäre das schön gewesen.